problematisch ist zum einen, wie People of Color oder schwarze Figuren in der Kinderbuchliteratur dargestellt werden. Negative Folgen haben aber auch quasi ihre Nicht-Repräsentation in diesen Werken. Welche Hierarchiebotschaften verstecken sich dahinter und welche Auswirkungen hat das auch auf weiße Kinder? Vielleicht fange ich wieder von einer ganz konkreten Interaktion an. Ich habe letztens mit einem schwarzen Mädchen gesprochen, die ist 12 Jahre alt. Und ich habe über Kinderliteratur gesprochen, auch wieder an der Baustelle Pippi Langstrumpf. Und habe mit ihr gesprochen, mit ihrer Tante gemeinsam, wie es denn ist, wenn es keine Figuren, schwarze Figuren gibt, mit denen sie sich identifizieren kann in der Kinderliteratur. Und die ist sowieso ein sehr aktionsstarkes, handlungsstarkes Mädchen. Und die hat gesagt, ja, dann muss ich die mir eben halt selber vorstellen. Also die hat so ein bisschen fast abgekocht geantwortet. Und habe ich ihr gesagt, dass ich das eigentlich eine Bankrotterklärung finde, wenn ein Produkt, was eigentlich das leisten soll, dass es Handlungswege, also alle, die total Lust haben zu lesen und lesen, die sollen eben halt die Möglichkeit haben, sich handelnd drin vorzufinden. Und ich habe erstmal mit ihr dann darüber gesprochen, dass ich eigentlich finde, dass das Buch das leisten muss. Und dass es eigentlich nicht ihr abzuverlangen ist, dass sie sich schon ein Buch besorgt und dann eigentlich sozusagen das Buch jedes Mal ergänzen muss. Also wie wäre es, wenn die Protagonistin so wäre wie ich? Das finde ich eigentlich recht schwierig. Also das Kernproblem ist letztendlich, dass eine Normalität erschaffen wird über die Darstellung von Handlung. Also darüber, dass ich zeige, dass bestimmte Menschen immer wieder handeln, betone ich ihr Handeln und vielleicht überhöhe ich sogar ihre Handeln. Wir haben das bei männlichen Dominanz auf jeden Fall. Männer handeln, Frauen kommen vor. Letztendlich könnte man auch sagen, Weiße handeln und Schwarze kommen vor. People of Color kommen vor, rassistisch markierte Menschen kommen vor. Und letztendlich geht es mir darum, diese Normalität sukzessiv zu brechen, also die zu verändern und nicht mit einer anderen Normalität zu ersetzen, sondern Normalität flüssiger zu machen letztendlich, um das Handeln von Menschen ernst zu nehmen. Ich finde, wenn man Handeln von Menschen in Erzählung spiegelt, ist das eine Art von ihr Handeln ernst nehmen. Wenn ich als schwarze Frau in meine Lebensumstände nicht vorkomme, in den Nachrichten oder in anderen Erzählformaten, in Filmen, dann werden mein Handeln, meine gesellschaftlichen Beiträge werden nicht sichtbar gemacht, die werden nicht wertgeschätzt und die werden implizit nicht ernst genommen. Und das ist letztendlich für mich sozusagen das Grundproblem. Und ich finde, dass das eine Lösung ist, die die Gesellschaft leisten muss und nicht die Individuen. Das ist nicht etwas, was man individualisiert und sagt, irgendwie denk dich mit. Also ich denke mich auf jeden Fall nicht mit, das ist nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist, dass die Gesellschaft flexibel genug werden muss, damit die in ihr Leben und zu ihr beitragen. Ich trage kräftig zur Gesellschaft bei. Ich finde das ein Unding, wenn die Gesellschaft das nicht spiegelt, dass meine Beiträge werden einfach subsumiert irgendwie und dann irgendwem, den üblichen Verdächtigen zugeschrieben, finde ich schwierig. Das bedeutet dementsprechend auch, dass sich lernpädagogische Ansätze darauf ausrichten müssen und vielleicht sogar noch viel stärker als bisher. Mhm. Welche Vorschläge haben Sie hierzu? Ja, dazu auch zwei Sachen. Komme ich von einer Denkschule, in der es darum geht, dass die Lerninteressen aus den Lebensinteressen von den Menschen generiert werden sollen, damit Lernen bedeutend ist, damit Lernen lebendig ist und damit es unserer Handlungen, also uns zu mehr, unsere Handlungs- und Lebensräume erweitert, konkret, ne? Damit es hochrelevant ist für unser Handeln. Und wenn ich dann sehe, dass die Lebensthemen von rassistisch markierte Leute, von schwarzen Menschen nicht vorkommen, dann heißt es eigentlich, dass die Lerninteressen und die Lebensinteressen, dass das nicht zusammengeht. Also das muss auf jeden Fall ganz pragmatisch, systematisch sozusagen erwirkt werden. An der Baustelle Kinderliteratur habe ich in letzter Zeit, vor kurzer Zeit überlegt, weil ich sehr oft die Frage gestellt bekomme, ja, was möchte ich jetzt? Möchte ich Pippi Langstrumpf aus den Regalen verbannen? Möchte ich, dass die Bibliotheken Pippi Langstrumpf nicht mehr auf ihre Leseliste haben? Wie will ich damit umgehen? Da bin ich zutiefst pragmatisch. Ich gehe mal davon aus, dass, wie gesagt, wir leben in anhaltenden Ungleichheitsverhältnissen. In meiner Lebenszeit werden sie sich vermutlich nicht so drastisch ändern, leider.
Und deswegen ist mein pädagogisches Ziel, mich fit zu machen, um mit dieser Normalität und dieser Realität von Rassismus umzugehen und Kinder und Jugendlichen fit zu machen, damit sie handlungsfähiger und vielleicht sogar handlungsmächtiger werden bei anhaltenden rassistischen Verhältnissen. Ganz konkret habe ich überlegt an der Baustelle Pippi Langstrumpf, dass es darum geht, auch ein Stück weit Erzählungen runterzuholen als gemacht aufzuzeigen, also Kindern zu zeigen, Produkte entstehen aus bestimmten Bedingungen, da sind einige Sachen drin, die sehr spannend sind, die unser Nachdenken erweitern und da sind viele Sachen, die aus den und den Gründen ganz schwierig sind und Kinder sozusagen zu kritischen Lesenden zu erziehen. Dann habe ich überlegt, weil es mir nicht darum geht, dann, dass das wieder vereinzelt, individualisiert, von Wohnzimmer zu Wohnzimmer, Kinderzimmer zu Kinderzimmer, Schulzimmer zu Schulzimmer sozusagen, sehr unterschiedlich ausfällt, würde es mir darum um eine Systematisierung gehen. Also denke ich immer mehr nach über den Aufbau einer Infrastruktur. Der Aufbau einer Infrastruktur kommt nicht von mir. Das ist ein Begriff, den ich mir geliehen habe von Kimberly Crenshaw, die Begründerin der Intersektionalitätstheorie, die davon spricht, dass wir sozusagen ein Set of Practices brauchen und ein Set of Instruments. Wir brauchen immer sozusagen etwas, wo wir, sowas wie eine Toolbox, etwas, wo wir gemeinsam darauf zurückgreifen können und dann zugänglich machen können, zur Verfügung stellen können, dass Menschen, die in Bibliotheken arbeiten und die gerade daran verzweifeln, was mache ich mit den ganzen rassistischen Konstruktionen und die ganzen diskriminierenden Sprache in Büchern oder die gleichen Leute, die sich im Kontext Schule die Gedanken machen, dass wir ein Stück weit sozusagen ihnen etwas Systematisierteres zur Verfügung stellen können, zur Weiterentwicklung. Es ist ja nie sozusagen die letzte Lösung. Und da habe ich überlegt, dass es ganz schön wäre, sowas wie eine Lesebrille zu entwerfen. Eine Lesebrille für Pippi Langstrumpf, sodass wenn wir auf lukrative Produkte, Pippi Langstrumpf ist ein lukratives Produkt, es ist in der wievielten Auflage, weiß ich gar nicht, also es gab auch mehrere Jubiläumsausgaben davon, es ist damit zu rechnen, dass das ein Bestseller bleibt, dass Menschen darauf zugreifen, sofort auch die Lesebrillen dazu bekommen, aus rassismuskritischer Perspektive zum Beispiel. Wenn ich aus der Perspektive von einem rassismuserfahrenen Kind lese, worauf muss ich eigentlich bei Pippi Langstrumpf genau achten? Und da geht es mir nicht darum, sozusagen nur die schwierigen Teile herauszuarbeiten, also durchaus über die Sachen zu sprechen, die Möglichkeitsräume erweitern für einige weiße Mädchen, weil Annika als weißes Mädchen findet da auch nicht einen erweiterten Möglichkeitsraum. Also es geht mir darum, die kleine Hexe Lilly, da haben wir auch, da sind mehrere Konstruktionen da drin, die problematisch sind. Es gibt einen ersten kleinen Sieg, dass da, oder Erfolg, dass da das N-Wort draußen ist. Da sind noch Konstruktionen mit dem I-Wort bezogen auf Fast Nations Leute oder Fast Americans, Fast People. Da muss noch viel dran geändert werden. Die kleine Hexe Lilly braucht auf jeden Fall eine Lesebrille. Als ich das diskutiert habe im Kontext der schwarzen Community, hat sich eine Person geäußert, die studiert und studiert Philosophie und sagte, Hegel, es ist so schwer, das zu lesen, was Hegel zu schwarz sein oder zu Afrika zu sagen hat, das braucht auch eine Lesebrille. Also ich finde, dass wir viel mehr näher an die Produkte rangehen müssen und die Produkte sozusagen ein Stück weit mit strukturieren müssen, dass wir die nicht einfach nur aus einer Distanz sozusagen kritisieren oder so, sondern dass wir die sozusagen mitformen. Und da bin ich kreativ. Ich kann auch nicht ganz biblisch sagen, irgendwie jetzt einfach nur an den Bezeichnungen arbeiten, weil mit den Bezeichnungen allein ist das auf jeden Fall nicht getan. Wir sehen das ja rassistische Konstruktion, wenn wir den Thron, die größte Hütte oder das Foltermuseum oder Leute umkommen lassen. Es geht nicht um die Bezeichnungspraxis. Es geht um die Tiefenstruktur der Erzählung und die muss ein Stück weit zugänglich gemacht werden, in ihrer Gemachtheit und auch in dem, wie man die verschieben kann, um die Normalität sozusagen flexibler zu machen.